Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem mal etwas anderen Video. Wie ihr seht, wir befinden uns gerade in KDMO, der koreanischen Version von Digimon Masters Online, logischerweise. Und ich bin eingeloggt in meinem Account, wie ihr vielleicht auch seht, Eskimo und so weiter. Und ich wollte euch den einfach mal zeigen, da ich momentan, beziehungsweise überhaupt kein KDMO mehr spiele, wollte ich euch den einfach mal zeigen, weil ich den eigentlich loswerden wollte und vielleicht hat er irgendein Interesse, wer weiß. Da klingelt der Telefon, but I don't give a shit. Hoffentlich hört man es jetzt nicht, ansonsten sorry. Ich würde sagen, wir loggen uns jetzt einfach mal in die verschiedenen Charaktere ein. Warum ich die ganzen Charaktere habe, wird später noch klar werden. Ich logge mich jetzt einfach mal in den Charakter hier ein. Hör auf anzurufen, Mann! Penetrantes Stück Scheiße. Ach ja. So, ich habe versucht, dieses Video schon vor einiger Zeit aufzunehmen, allerdings ist ein KDMO da nicht wirklich betriebsfähig gewesen. Ich konnte mich einloggen und so weiter, aber ich konnte, wie hier im Ladebildschirm, bis zum Ladebildschirm bin ich quasi gekommen und dann kam halt irgendeine Fehlermeldung, die jetzt glücklicherweise nicht mehr da. So, jetzt hören sie erstmal hier. Mein Gott, das Telefon klingelt immer noch. Sollen so eine Scheiße. Egal, wie ihr seht, Thema Level 1 und so weiter, nichts Besonderes. Aber bei diesen Charakteren kommt es auch nur auf den Inhalt des Inventars bzw. Warenhauses an. Wie ihr am Namen erkennen könnt, Dateien, befinden sich auf diesem Charakter alle meine Daten, die ich so gesammelt habe. Die jetzt nicht wirklich spannend sind und ja, aber die gehören natürlich zum Account, von daher wollte ich euch die nicht vorenthalten. Ich logge mich gleich wieder aus und logge mich in den nächsten Charakter ein. Bisher nicht so spannend. Aber im Laufe des Videos wird es auf jeden Fall spannender. So, jetzt hat es aufgehört zu klingeln. Danke. So. Den zweiten... Ja, okay, scheiße. Den hätte ich euch nicht zeigen brauchen. Monsterkarten. Auf dem Charakter habe ich logischerweise alle Monsterkarten, die ich habe. Aufgrund der Tatsache, dass ich mein Warenhaus nicht... Also auf meinem Main-Charakter nicht komplett frei habe. Und man hier halt die Möglichkeit hat... nicht charaktergebundene Items, wie zum Beispiel die Emancer-Card 7, kann man jetzt einfach hier unten reinziehen. Und dieses Fenster hier unten ist auf allen Charakteren verfügbar. Das heißt, wenn ich jetzt auf dem Charakter irgendwas hier reinschiebe, kann ich auf meinem Main-Charakter die Sachen wieder rausziehen. So hat man quasi, wenn man 5 Charaktere hat, ein fünffaches Inventar und ein fünffaches Warenhaus. Auch nicht wirklich spannend, einfach nur meine Monsterkarten. Loggen wir uns wieder aus. Ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang relativ langweilig ist, aber mein Main-Account kommt natürlich. So, da hatte ich gerade ein Update kurz weggeklickt. So, was kam jetzt? Digi-Eier. Ich habe gerade noch ein Englisch-Patch installiert. Ich hoffe, dass der die Namen der Eier mit übersetzt hat. Ansonsten habe ich natürlich keine Ahnung, was für Eggs da alle rumliegen. Aufgrund der Tatsache, dass ich schon länger nicht mehr online war, beziehungsweise halt gespielt habe. So, Digi-Eier, auch ein ganz klasse Name. Okay, ich habe anscheinend nicht mehr ganz so viel. Was haben wir denn da? Gabumon, ganz normal, 4 Stück. Kotemon, Tsukaimon. Gar nicht schlecht, aber nur eins bringt mir also nichts. Swimmon, auch nicht schlecht. Ebonwumon, dieser Gott. Auch nicht schlecht. Psychmon, den hätte ich gerne in GDMO, da ich ja das Burst-Bonus-Item davon habe. Und nochmal Tsukaimon, warum habe ich das zweimal? Achso, das Mürbküsmon oder wie auch immer man das aussprechen mag. Und auch ein Hawkmon, also schon nicht schlecht, aber leider zu wenig. So, kommen wir jetzt zu meinem, ich sag mal, zweitbesten Charakter auf meinem Account. Ihr werdet sofort sehen, warum, sobald wir eingeloggt sind. So, der Babo heißt das Ganze. Ich habe mir den Namen nur gegeben, weil ich überlegt hatte, noch einen zweiten Account zu machen. Mit dem, ich dann auch spiele und habe mir dann halt diesen Charakter so genannt, damit ich für einen späteren Zeitpunkt diesen Namen quasi gesaved habe, sodass den kein anderer nehmen kann. Eigentlich unnötig, weil es ist fucking KDMO. Hier werden wahrscheinlich nicht ganz so viele Deutsche spielen. Okay, sicherlich schon, aber von denen wird dann keiner diesen Namen nehmen. So, kommen wir nun mal hier zu meinem Inventar bzw. Warenhaus. Zum einen haben wir einmal 324 Digicore, Evoluta und Jump Booster, nichts Spannendes. Das ist auch nichts Spannendes, die ganzen Klone und Reset-Kapseln, auch nicht spannend. Megafone, so ein
So eine Plugin-Card für 30% mehr. Was auch immer. Ein Attribut-Booster für 15 Tage auch nicht schlecht. Ein paar Fruits. Dann haben wir 3 Tage DNA-Boxen, 5 Stück. Dann Digi-Aura 3 Tage eine und die Jogress 1 Stunde 14 Stück, auch nicht schlecht. Dann haben wir noch ein Tie-Skill, ist das, glaube ich. 80% mehr Damage oder so, 7 Tage. Und wie ihr seht, kann man alles verkaufen, also schön Geld mitmachen. Bin ich aber noch nicht zugekommen und juckt mich auch nicht mehr wirklich. Mod-Selektoren haben wir hier noch und noch ein paar Kostüme. Nicht wirklich spannend. So, dann haben wir noch einen Thema-Changer, Mimi. Thema-Changer Kai. Kai, was laber ich hier? TK. Dann noch das Burst-Mod-Item für Monodramon und Starmon und Deputymon, also für Fujimon. Das Burst-Modus-Item für Digmon. Nee, nicht Digmon, sondern... Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall für Kraniomon. Und das Ride-Item für Paladin-Mode. Auch nicht schlecht. Also ist schon ein bisschen... daraus könnte man natürlich schön ordentlich Geld machen. Aber... Wie gesagt, da ich nicht mehr spiele, habe ich mich nicht wirklich darum gekümmert. So, und jetzt kommen wir mal zu meinem Main-Account. Ihr seht hier, Thema Level 79, fast 80 und mein Ryodamon auf Level 93, wenn ich mich jetzt nicht verschaut habe. Ich bin ja jetzt in GDMO auch fast 79, ich müsste jetzt Level... Schau mal kurz rein, ich habe GDMO noch... Ah ne, wenn ich jetzt klicke, dann nimmt er das Spiel auf. Wobei das eigentlich mal ganz lustig jetzt. Ich switch mal kurz rüber. So, ich weiß jetzt nicht, ob man das hier jetzt sehen kann. Ich bin 78, 80% und ich gucke einfach mal auf dem... Ach nee, der nimmt das nicht. Egal. So, zurück in KDMO. Also ja, man kann GDMO und KDMO gleichzeitig spielen. Nur für die Interessierten. So, wie ihr seht, mein Inventar ist ein bisschen leer. Ich habe nur ein bisschen Geld. In KDMO, wundert euch nicht, sind die Preise natürlich komplett anders als in GDMO. Das heißt, ihr braucht nicht unendlich Geld und so weiter. Aber egal, kommen wir zu meinem Warenhaus. Nicht spannend. Dann haben wir Lobmon-Ei, bei Wemon-Eier, auch nicht spannend. Dann hier, ja, 80 und 42 Fruits, auch nicht schlecht. Hier mit diesen Server-Coins kann man hier hinten bei diesem NPC, bei dem Event-Exchange, bla bla bla, kann man halt coole Items holen und so weiter. Mit diesen Coins, die kriegt man, wenn man casht. Keine Ahnung, wo man die einlösen kann und gegen was. Dann bekommt man auch jeden Tag einen 300% Booster, zeige ich euch gleich auch noch. Haben wir hier noch ein paar Booster, ein paar Klone und so weiter, alles nichts Besonderes. Chipsets und so weiter, ein paar Food-Zeugs, noch Booster und hier diese Mega-Level-Foods. So, dann kann ich euch noch kurz zeigen, dass man hier jeden Tag eine Box bekommt, einen Booster und einen Coin. Ich kann euch mal kurz zeigen, diese Boxen sind relativ cool. Man kann jeden Tag, bekommt man wie gesagt eine und da können halt Daten drin sein. Das ist jetzt aber erst seit neuestem so. Normalerweise sind da halt so Sachen wie, so Healing Coins, aus denen man dann aus anderen Maschinen, so wie die hier, Burst-Modus-Items und so weiter bekommen kann. Also auch eine relativ spannende Geschichte. Dann hat man hier noch so ein Fenster, wo man dann auch nochmal diese Coins und so weiter bekommt. Pro Update gibt es da Coins. Kann ich eigentlich mal mitnehmen? Ach nee. Lassen wir mal hier, falls den Account wirklich einer haben will, kann er sich die Sachen gerne selber holen. Geil. So, dann kann ich mal unten hier die Enzyklopädie öffnen. Und gucken, ob ich hier noch irgendwas habe, was ich noch nicht geöffnet habe quasi. Das spoilert natürlich jetzt ein bisschen die Digimon, die ich habe. Vielleicht nachher machen sollen, aber egal. Ich scroll einfach schnell durch. Egal. So. Ja, das brauchen wir auch nicht. Dann gehe ich jetzt einfach mal an mein Digi-Archiv. Und ich würde sagen, wir fangen oben an. Ich habe einen 127%, also 5 von 5 Ryodamon, Level 93. Einen 5 von 5, 121% Level 94er Doromon, also Raptor Draman für Alphamon. Ein Level 43 Gilmon, 5 von 5. Ein Tsukiyaomon, glaube ich. Leider 3 von 5, aber die waren relativ schwer zu bekommen. Musste da, wie gesagt, durch diese Healing Coins und so weiter, die man bekommen kann und so weiter. Und die gab es halt nur irgendwie für 2 Wochen. Deswegen war ich mit einem 355er zufrieden. Und habe den aber auch nie gelevelt, weil ich das nicht wollte. 355.
Wer mich bzw. auf meine Videos kennt, ich hasse 3 von 5 oder sogar 4 von 5 Digimon, aber egal. Dann haben wir noch einen 5 von 5 Betamon, Level 53, ein 5 von 5 Wemon, Level 90, ein 5 von 5 Demidevimon, Level 66, und auch bei diesem Digimon ist es so, dass es genau wie dieses hier, es war nur für 2 Wochen in diesen Healing Machines, also man kann es auch nicht im Cash Shop oder so kaufen. Und daher auch nur das hier in 3 von 5 bis 45 nur gelevelt. So, dann kommen wir hier nochmal zu dem dritten Gott, den ich noch habe. 5 von 5, glücklicherweise Level 75. Und auch den Azulongmon-Gott, 5 von 5 auf Level 90. Das war's soweit zu meinen Digimon. Also ihr merkt schon, alle 5 von 5 bis auf diese 2 Götter. So, mein Inventar, Warenhaus habt ihr gesehen. Mir fällt jetzt nichts mehr ein, was man noch so zeigen könnte. Dann haben wir natürlich noch eine Gilde. Ich bin jetzt hier in der Gilde, die gerade auf Rang 2 ist. Also die zweitbeste Gilde auf diesem Server hier. Und ja. Damit würde ich sagen, ich verabschiede mich von euch. Falls ich irgendwas vergessen habe, sorry, lasst es mir in den Kommentaren wissen, falls ihr irgendwas wissen wollt und vergessen habe zu zeigen. Ansonsten, macht's gut, haut rein, vielen Dank fürs Zuschauen und jo, ciao.